Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von The Cult of the Lamb. Ja. Und hier habe ich jetzt eine Quest. Danke, Lambayana. Große Anführerin. In harten Zeiten können wir Grasmahlzeiten kochen. Die Anhänger werden sie nicht mögen, aber besser als zu verhungern. Probier es mal aus. Quest annehmen. Quest annehmen. Ableben. Minus 35 Glauben. Verloren. Dazu Grasmahlzeit zu essen. Wir kochen eine Grasmahlzeit und wir werden. Großer Anführer der Kult wächst auf jeden Fall. Es wird Zeit, einen Namen zu geben. Ich glaube, ich lasse einen Namen so. Kult des Lamm. Das ist ein schöner. Das hat einen schönen Klang. Theodor, deine Kasse. Ich wusste, dass du es schaffst. Du bist wirklich göttlich. Heute hast du es geschafft. Wahrlich, du bist ohne Makel. Ich bin dankbar, großer Anführer. Ich glaube, diese Folge werde ich vielleicht auf einem Freund spielen. Oder vielleicht bleibe ich auch. Obwohl ich gehe jetzt auf einem Freund zu. Dann. Aber du kannst ihn noch viel mehr. Gib ihm Geschenke, schließ Quest ab und segne sie, dann wirst du ihre Loyalität dir gegenüber erhöhen. Sobald sie vollständig ergeben sind, werden sie alles geben, was sie besitzen. Du Anhänger, komm wieder rein. Die steigere die Loyalität eines Anhängers, um seine Stufe zu erhöhen. Dann wird er schließen. Mit Hingabe und ein Geburtsteinfragment belohnt. Jedes Mal, wenn du dich die Stufe eines Anhängers erzeugt, zusätzliche Hingabe bei einer Predigt oder bei einem Gebet am Schwein. Achte also auf die Loyalität zur Kultivierung.
die Solidarität zu erhöhen, kannst du einen Anhänger einmal am Tag deinen Segen gewähren, wenn du ihn mit ihm interagierst. Du kannst Anhänger auch Geschenke machen, Questen für sie erledigen und Predigten halten und viele weitere Interaktionen durchführen. Loyale Anhänger du hast, desto stärker wirst du. Es gibt noch so viel, was ich dir beibringen kann, aber ich bin alt und müde. Besuch mich zu Hause und ich zeig dir, wie du dir die echte Macht der roten Krone nutzbar machen kannst. Einsame Hütte. Ich kann jetzt damit, glaube ich, dahin reisen. Ja. Aber ich mache dieser Folge jetzt den ersten Boss. Endlich lasst uns das beenden. Ich erwarte dich in meinen Tempel. Komm, werde Zeuge wahrer Macht. Hier habe ich noch ein Dolch. Göttliche Explosion. Noch immer in ihrem Bett auf dem Meeresgrund. Oh weh.
bekommst Kreuzzüge. Nimm dir eins auf mit Zeit und auf meine Suche zu begleiten und suche nach dem Herz, das eins in meiner Brust schlug. Es tat es, bis es mir genommen wurde von ihr. Ich sitze hier schon seit so vielen Jahren, sogar ihr Gesicht aus meiner Erinnerung verblasst. Und doch suche ich weiter. Ich suche immer fort. Ich habe ein totes Herz, weißt du, aber keins davon gehört mir. Sie gehören dir, wenn du sie haben willst, heute. Für mich sind sie wertlos. Ich will jenes, das einst mir gehört. Damit ich einen letzten Blick auf ihr Gesicht werfen kann, soll. Zimmer werden dich über den Tod hinaus begleiten. Das ist schon mein letztes Mal passiert. Wir stehen hier im Grab und verschlagen das Ding an. Ich bin Beharrlichkeit fang. Deine Beharrlichkeit fangt an, mich zu nerven, kleines Mann. Du hältst dich vielleicht für schlau. Du hältst dich vielleicht für rechtschaffen ab. Dein Dienst an ihn hilft. Aber du solltest gegenüber den Angeketteten nicht so vertrauenswürdig, vertrauensselig sein. Und ja, ich habe reden, es ist zu spät. So jemand wie du verdient keine Vergebung, dass du nicht gut für dich. Das wird nicht gut für dich enden.
Du hast deine Anhänger und ich habe meine Waffen. Einer, jeder muss Trotz und Macht finden, wo er kann. Jetzt habe ich den ersten Schlager bekommen, Gold und Geld. Hier gebe ich den Anfang mit. Und ich bekomme... Die Statue der Beste gibt dir folgendes. 48 Münzen. Lass die Finger von meinen Fischchen. Es gibt nicht genug für uns beide. Der beste Ort zum Fischen ist der Pilgerpassage. Wo ist das? Fragst du, komm, ich zeig's dir. Jetzt kann ich nur zu diesem Leuchtturm. Siehst du, jetzt verschwinde von hier. Wage sich 10%ige Chance, kritischer Treffer auszuteilen. Jetzt gehe ich hier zum Boss. Sag mir Lamm, glaubst du, dass das Schicksal unveränderlich ist? Ein göttlicher Fluch oder Meister des Fachs? Schlage fest zu, schlage schnell, schlage gezielt zu. Allgemeiner Waffenschaden erhöht sich um 1,2. Gut, das nehme ich. Alles ist, wie es sein sollte. Alles ist, wie es immer war. Alles ist, wie es immer sein wird. Alles ist, wie es sein soll. Wie es immer war, wie es immer sein wird. So, jetzt habe ich das richtig gelesen. Dann gehe ich nach unten. Und habe hier weiter gekriegt. Und hier öffnet sich jetzt wahrscheinlich die Tür. Aussehenden Weg mit 1000 Kerzen. Das ist dieser Typ. Ich hab dich langsam satt, kleines Lamm. Wird Zeit, diese alberne Maskerade ein Ende zu bereiten.
Lösch. Du hast das schlagende Herz eines Ketzers erhalten. Die rote Krone kann mit diesem Herz, dieses Herz verzehren, um neue Kronenfähigkeiten freizuschalten. Gehe zum Altar des Tempels, um ihre wahre Macht zu entfesseln. Alte Löschi-Trophäe. Eine Trophäe für das Töten von Löschi durch Verhalten. Erhalte große Fackel. Ein lodernes Leuchtfeuer durch Verhalten. Habe sie alle Ungläubigen geläutert. Zerstörung Bonus. Zerstörung Kult Anführers plus 20% auf neue Gegenstände. Leschi wurde von dir hinweggefegt, wie ein Sandkorn von einer
Flutwelle. Was ist ein Hirte ohne seine Herde? Kult des Lamms. Mondhalskette. Ich mach hier erst ein bisschen sauber. Ich glaube, Leichengrube brauche ich noch nicht. Aber ich glaube, ich nehme Tempel 2. Verbessere deinen Tempel um den Schrein. Und den Schrein. Erhalte mehr Hingabe und ermögliche mehr Anhänger zu. Ausgangsstufe von Waffen, wenn du mit einem neuen Kreuzzug beginnst. Aber dann würde ich auch sagen, das war's.